Ciao ragazzi, euer Giovanni hier. Willkommen zum Backstage Brunch. Heute treffen sich hier zwei Menschen, die in den 90ern schon große, große und erfolgreiche Zeiten hatten, die bis heute aber auch noch andauern. Das ist sehr, sehr wichtig bei den beiden. Das sollte man wissen. Alex Christensen und Eloy de Jong. Alex Christensen war mein Juror, müsst ihr euch mal vorstellen, bei Popstars. Der saß neben Detlef die Soest und hat gesagt, Giovanni, du bist in der Band. Also für mich ein sehr, sehr wichtiger Mensch. Und Eloy de Jong war in den 90ern bereits erfolgreich mit Caught in the Act. Also für mich auch schon damals so, ja, jemand gewesen, wo ich gesagt habe, Mensch, da will ich auch mal hin, auf die große Bühne, bei den großen Shows und großen Festivals. Das war für mich damals wichtig. Was den beiden wichtig ist, das hören wir jetzt. Viel Spaß. Geht's dir gut? Sehr gut geht's mir. Ja? Ich habe sogar ein Geschenk für dich mitgebracht. Ich habe schon gedacht. Schätz nicht. Hast du gerochen, ne? Ja, ich habe auch etwas für dich. Also, ja. Soll ich anfangen? Ja, warum nicht? Also ich habe dir Krabbensalat mitgebracht aus Hamburg. Wow, selber gemacht. Selber gemacht, selber gefangen. Wirklich? Ich habe jetzt eine Krabbensalatfirma. Nein, das ist Salat aus Hamburg. Das essen wir im Norden manchmal morgens und ich glaube in Holland auch, oder? Ja, ich liebe es, ja, ja. Ja, nicht jeden Tag, aber so manchmal. Aber jetzt gleich, wir wollen sehen, ob du es überlebst. Ja, nee, natürlich. Und warum hat diese dann Soße und die hat dann keine... Ja, das ist die Diätversion, das ist ohne Soße. Also die bleibt bei dir dann, die oder? Schön. Naja, so etwas kann ich natürlich nicht toppen. Das ist nach 25 Jahren Freundschaft bin ich voor een Krabbensalat hier auf den Brunch eingeladen. Also dankeschön. Und der ist 25 Jahre alt. Wirklich? Ja. Aber noch immer so klein. Noch immer so klein. Die wachsen noch. Freut mich. Hey, wir haben, wie du weißt, wir leben in Utrecht. Mhm. Aber wir haben auch eine Wohnung in de Eifel. Ah, und ich liebe die Wein in der Eifel, also das habe ich dir mitgebracht. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Jetzt hier mit dir beim Frühstück, das ist doch immer schon mein Ziel gewesen. Ja, ja. Ja, bei mir auch. Das ist ein Riesenwunsch. Fangen wir damit an oder weiß nicht. Hast du da einen Plan oder Geschichte? Warum genau die Garnelen? Wir nennen ihn Nordseekrabben in Hamburg. Das ist, in Hamburg ist das so Tradition, dass du das morgens mit Schwarzbrot isst du eben so ein paar Krabben. Das ist, so Tradition. Und ich will dich so ein bisschen an die Hamburger Gebräuche ranführen. Herrlich. Lass uns frühstücken. Ja, holst du mir etwas davon? Ich kann dir was holen, was möchtest du? Das Mohnbrötchen? Ja, gerne und ein bisschen Obst vielleicht auch. Guck mal, ich nehme auch so eine Zange, ja? Damit ja, Zange ist immer gut. Zange ist gut, ne? Ja. So, lecker, reicht? Ja. Und ein paar Blumen vielleicht? Möchtest du noch ein bisschen Obst? Ja, da links unten steht auch frisches Obst, glaube ich. Da, auch in so ein Glasding. Dies hier meinst du? Achso, ja. Der nehme ich den ganzen für dich. Ja, lecker. So, ja. Noch was? Im Moment nicht, nein. Vielleicht so eine Waffel? Warum nicht? Ja. Ja, warum nicht? Das finde ich gut. Künstler sollen ja immer Schwächen haben. Durch Schwächen kommen ja die besten Ideen, das heißt... Und Waffeln sind deine Schwäche? Oder? Man sagt... Möchtest du keinen Alkohol mehr trinken? Und der Künstler sagt, nein, ich möchte nichts trinken. Und dann sagst du, einen Drink noch. Und dann sagt er, okay. Ja. Dann kann man auch gute Songs schreiben. Deswegen hey, lecker. Ist das gar nicht so schlecht. Magst du vielleicht ein Aperitif? Ich sage eigentlich nein, aber jetzt ja. Ja, ja nur, klein, nur ja. Zum... Ein kleinen Schluck Wein. Cool. Cool. Vorsicht mit unserem Dekor hier. Okay. Ja. Magst du Weißwein? Ich trinke nicht mehr so viel Alkohol. Ich habe ja so als DJ Phasen gehabt, wo ich sehr viel getrunken habe und irgendwann habe ich damit dann aufgehört. Ja. Und jetzt ab und an mal ein Wein, aber ich kenne mich da jetzt nicht wirklich aus. Also ich kann die Farben unterscheiden und es gibt auch noch den Rosé, das weiß ich. Hey, zum Wohl, auf dass wir uns so lange schon kennen. Freue mich auch, dass du hierher gekommen bist und dann auch so einen tollen Wein und so ein tolles Geschenk mitgebracht hast. Und ich habe ja auch was unheimlich Tolles mitgebracht. Ja, super. Also. Ich genieße, ich nehme es mit nach Hause. Das hoffe ich. Ja. Hey, cheers. Auf Prost, zum Wohl. Cool. No. Ist ruhig die Krabben. Werde ich auch machen, aber noch ich warte für den Moment. Hallo. Hey. Ich bin da. Schön. Kurz stören. Natürlich. Ich habe euch euer Spiel mitgebracht. Oh. Das Buzzer-Spiel. Und beginnen tut der liebe Alex. Okay. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Talken, beim Spielen und klau mir das noch. Und bis bald. Ja, bis bald. Hey, tschüss. Okay. Okay, Basda. Nicht nur ihr sollt euch gegenseitig kennenlernen, auch Giovanni möchte mehr über euch erfahren. Drückt abwechselnd den Buzzer, der vor euch liegt, um seine Fragen zu hören. Danach habt ihr 5 Sekunden Zeit, um eure Antworten zu geben. Okay. Alex beginnt. Okay, also... Ich drücke den Frachter, ne? Ich glaube ja. Ich versuch mal. Ja.
Was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht? Da bin ich gespannt. Was habe ich zuletzt zum ersten Mal gemacht? Puh, da muss ich echt überlegen. Was habe ich denn zuletzt das erste Mal gemacht? In meinem Alter wird es langsam schwer. Ne? Da hat man schon einiges getan. Ne? Ja. Ja, fällt mir nichts ein. Doch, ich weiß, was mir einfällt. Ich hab, zum ersten Mal habe ich Krabbensalat verschenkt. Das habe ich noch nie gemacht. Okay. Siehst du? Das ist schon nicht schlecht. Perfekt, na, danke schön. Ja. Cool. Eben für jemand ganz Besonderes, was ganz Besonderes. Ich bin so glücklich damit. Ich meine, wirklich. Ja, super süß. Danke. Okay. Okay. Wofür darf man dich zu jeder Zeit aufwecken? Ein Fleetwood Mac Konzert. Bist du großer Fan von Fleetwood Mac? Ja, ja, ich habe Fleetwood Mac eigentlich wirklich kennengelernt, weil mein Partner Ibo seit die 80er Jahren war schon Fan davon. Mhm. Aber was die gemacht haben und auch seit Jahren schon so erfolgreich. Und das Rumors-Album ist wirklich mein Favorit eigentlich. Mhm. Also, ja, für ein Fleetwood Mac-Konzert. Ja. Das kann ich verstehen. Ich finde die und auch ganz toll. Und für ein Alex Kissnessen-Konzert natürlich auch. Das bin ich mir ganz immer sicher, dass du es auch gerne machst. Mit dem Krabbensalat. Mal sehen, was Gio fragt. Hm. Mit wem würdest du gerne einen Tag lang tauschen? Mit wem ich gerne einen Tag tauschen würde? Ich würde, glaube ich, gerne der Papst sein, wie das ist, ein Tag. Das würde mich interessieren, ja. Weil das ist ja ein reiner Männerhaushalt und das interessiert mich, was da so passiert und was da so umgeht und was der so den ganzen Tag macht. Ja, bei dem Männerhaushalt. Mhm. Ja, mein Männerhaushalt ist ein bisschen anders, glaube ich. Ihr tragt andere Klamotten, ne? Ja, genau, ja. Ich fahre nicht so rum. Ja. Nein, ich finde das schon interessant, dass das eben, dass es gibt ja keine weiblichen Pastorinnen und deswegen finde ich das mal ganz spannend, was da so abgeht. Eigentlich ganz altmodisch natürlich. Ja, sehr altmodisch. Ne? Ja. Was war das schlimmste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Boah, schönste Geschenk. Genau aufpassen. Ne? Ja, genau. Ja, schwierig. Ich habe zum Glück viele Geschenke bekommen. Ich glaube, das schönste Fangeschenk war damals in Japan, als wir met Colt en Jack da waren. Ich bin een riesen Disney-Fan. Dan heb ik een ganze karton met Disney-Weihnachtskugel bekommen. En dan wirklich die Figuren. Also die hängen nog immer in meine Weihnachtsbaum zu Hause. Also super cool. Und ja, privat weißt du auch, wenn dein Sohn oder meine Tochter etwas schenkt, dann ist es eigentlich am besten natürlich. Wenn die was zeichnen oder so. Irgendwas super. Was, ja, das ist ganz toll. Ja, ich habe so eine ganze Mauer zu Hause oder wir haben so eine ganze Mauer mit all die Sachen, die sie dann so bastelt und macht und alles. Ja, das ist super. Große Frage. Worauf bist du am meisten stolz? Das ist ganz einfach. Ich bin am meisten stolz auf meinen Sohn. Ja. Das ist für mich das schönste Geschenk und das ist mein bester Freund. Das ist einfach alles für mich. Mit dem teile ich alles. Wir verstehen uns super und der hält auch die Familie zusammen. Das ist wie alt ist er? Er ist jetzt 18. 18, wow, okay. Ja. Und er ist ein guter Junge geworden. Da bin ich sehr stolz auf. Also er hat irgendwie wenig Dinge gemacht, die beknackt waren. Also das finde ich immer ganz gut. Ja, und was macht der beruflich oder ist er noch in die Schule? Oder? Mein Sohn studiert jetzt. Der studiert und ist auch da sogar ganz fleißig. Also anders als sein Vater ist er akademisch begabter. Welche Rolle spielt Familie in deinem Leben? Ja, Familie ist wirklich meine, wie sagt man das, mein Base in meinem Leben, weißt du? Das braucht man, eine Basis, sagt man. Keine Basis, genau. Ja, das braucht man. Hm. Damals in die 90er mit Colt en Jack war ich immer unterwegs, aber dann kam ich zu Hause allein. Mhm. Aber in die Zwischenzeit, zwischen die 90er und jetzt, habe ich wirklich gelernt, was wirklich wichtig ist, weißt du? Karriere ist schön, weißt du auch. Mhm. Aber die Basis braucht man einfach. Leute, die ehrlich sein und ja, ich liebe es, nach zijn Drehtag zu Hause zu kommen und dann einfach Papa zu sein und mit echten Sachen zu beschäftigt zu sein, weißt du? Ja, und sich auch darauf einlassen, dass man eben
dass dein Kind im Mittelpunkt steht. Man spielt mit dem, man vorher war man der große Star auf der Bühne und so. Aber das, ja, aber das, das hat zu Hause nicht viel mit Leben zu tun. Genau, und das ist eher so eine Fassade. Und zu Hause ist dann das reale Leben. Das ist eigentlich ganz schön. Ja. Wenn man darüber nachdenkt, man lernt so viele Menschen kennen und dann fragt man sich manchmal, welche Menschen nimmt man in sein Leben mit? Was interessiert dich an Menschen? Ist es irgendwie, wenn jemand mehr das Streben nach Erfolg hat oder nach Profit, ist das für dich interessant? Oder eben, ob jemand das Streben hat, Verantwortung zu übernehmen? Ich finde, solche Sachen sind ganz wichtig. Oder was interessiert dich an Menschen? Ist es Intelligenz oder ist es sein Reichtum oder sein Fame auf Instagram oder ist es irgendwie seine Bildung, sein Benehmen und wie er dem, wie er gegenüber Leuten, von denen er nichts hat, wie er mit denen umgeht. Ja. Das sind so Themen, das finde ich, ist für mich immer sehr wichtig, da denke ich oft drüber nach. Was ich mag, wenn ich Menschen treffe, dass sie auch weil die ganze auch mit Social Media jetzt, aber auch viele Künstlerkollegen, das kommt alles rüber alsof het immer alles so perfekt is. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, auch Tiefe zu teilen. Want daar lernt man etwas van, weißt du? Und viele Menschen leben so in einer Fassade von Perfektionismus. Und ich mag es, wenn Menschen keine Angst haben, um auch zu teilen, okay, ich habe das erlebt oder ich habe mal Fehler gemacht. Da lernt man wirklich etwas von, weißt du? Das macht Menschen einfach echter. Ja, und ich finde, es ist viel beeindruckender, wenn jemand gebildet ist und sich um andere kümmert oder sozial engagiert ist, als irgendwie, wenn er einen Duckface macht auf Instagram und da 300.000 Follower hat. Das ist einfach, das sind Menschen, die sind auch in Ordnung, aber die würde ich jetzt nicht in mein Leben reinlassen, weil das ist mir dann irgendwie auch zu einfach. Ja, engagiert zu sein. Ich meine, wie du auch weißt, ich meine, wir haben eine Tochter, aber auch einen Sohn, ein Sternenkind sozusagen. Und das ist natürlich mein Zwillingbruder von Indy. Mhm. Also wenn man so etwas erlebt und auch, wie sagt man das, unsere Beziehung ist fester geworden, vond ich. Meine, man hört auch oft in einer Beziehung, wenn man so eine Albtraum erlebt, dass es vorbei ist natürlich. Absoluter Albtraum, ja. Aber dann haben wir auch gedacht, okay, oder ich habe auch gedacht, okay, ich versuche auch damit etwas Gutes zu tun. Und ich bin seit nog een half jaar ongeveer jetzt Schirmherr van eine Stiftung für Sternenkinder und Frühchen, also ganz früh, und eigentlich auch für die Eltern. Also um mit etwas, was so schwierig ist, etwas Gutes zu tun, finde ich auch total wichtig, weißt du, weil ja, auch Sternenkinder brauchen Aufmerksamkeit und das sind auch Kinder und das sind Themen, dass viele Menschen dann sagen, aber das ist doch so, das verstehen alle Menschen doch. Aber man hat auch da so viele Tabus, die man dann hört, weißt du. Also um über Tiefe zu reden und da vielleicht andere Menschen auch die Augen zu öffnen oder ein bisschen Unterstützung zu geben, das finde ich total wichtig. Und wenn man das machen kann, weil man prominent ist, dass deine Stimme einfach, wie sagt man das, einfacher angehört wird. Ja. Finde ich super. Das ist wirklich auch toll. Und es ist ja auch so, du kannst ja mit Betroffenen auch darüber sprechen, weil du eben weißt, wie sich das anfühlt. Du hast, du hast die Erfahrung, kannst ihnen auch helfen und denen irgendwie auch eine Vision geben, wie man das Leben so weiterführen kann. Ja. Aber das ist natürlich schon ein schreckliches Erlebnis, ne? Ja, aber wir erleben alle Sachen natürlich, die, aber wenn wir nur reden, dass alles gut und positief ist, ja, das hilft keiner eigentlich. Ja, also Tiefe auch teilen, weißt du? Ich glaube, das ist eher Stärke statt Schwäche, weil das bemerke ich auch manchmal Unterschied mit in Holland und in Deutschland, dass es wichtig ist, auch über mentale Themen zu reden. Weißt? Ich habe auch Zeiten erlebt, dass ich einfach Unterstützung brauchte, Hilfe, mit Menschen zu reden, weil ich es einfach nicht mehr wusste, weißt du? Das ist kein Schwäche, sondern Stärke, denke ich. Ist es auch. Ich glaube, das hat Oliver Kahn ja auch mal gesagt, nur starke Menschen lassen sich helfen. Ja. Schwer ist es für jemanden, der eben nicht so stark ist und nicht nach Hilfe schreien kann, der verflüchtigt sich dann in Gedanken, die dann wahrscheinlich nicht so gut sind. Dann kann man nur hoffen, dass das Umfeld das eben merkt und darauf anspricht und ihm helfen kann. Ja. Oder ihr. Ja. Nee, ist wichtig. Ich glaube, wenn wir jetzt dann die Chance haben, um einfach ehrlich zu sein und echt zu sein, das ist total wichtig. Ich finde auch das Erlebnis von, also ich war auch mal auf der Bravo, ich war natürlich nicht so exponiert wie ihr, aber ich glaube, dieses Erlebnis... Warst du mal ein Bügelbild? Ja, das war ich auch. Ein Bügelbild und auch ein Aufkleber. Ich war nicht Starschnitt. Das ist ein Wunderpunkt bei mir. Nee, okay. Nein, ich war nie Starschnitt. Als ich damit anfing, war der Starschnitt, glaube ich, vorbei. Und dann haben sie ihn wieder eingeführt und dann war ich aber out. Ja, das Gute bei uns ist, in Holland war Kurt in Jack niemals so wirklich erfolgreich. Ach, das habt ihr ausgelassen extra?
Na bij aanvang hebben we eens verzocht, maar dat had niet direct geklapt. Ach, okay, dan had het eigenlijk dat volk in Duitsland aangevangen, van Duitsland eigenlijk ganz viele Länder. Mm. Und jetzt auch, ich habe bis jetzt noch nichts in Holland rausgebracht. Also wir reden drüber, aber finde ich auch gut im Moment. Cool, so, weißt du? Ja, also, ja. Da bin ich einfach der Papa von Indy und das gefällt mir auch gut. Weißt ja, du bist der Idol, fertig. Ne? Ja. Und das ist auch gut. Aber ja, bei uns, was du auch gesagt hast, in Boyband-Zeit ist immer so 4-5 Jahre und dann ist es vorbei, weißt du. Und dann war es schon, boah, was jetzt? Was kann ich jetzt machen, weißt du? Und wenn man so, oh ja, guck mal. Geldumschlag. Wir können das auch einfach ignorieren. Ist das unsere Gage für heute? Das ist deine. Ah, okay. Sehr schön. Mal sehen, was das hier ist. Steht drauf auch. Ja. Walli die Frage. Alex und Spielregeln. Ja. Soll ich dir mal eine Frage stellen hier? Ja, warum nicht? Ja. Walli die Frage. Als Fan kann man nie genug über sein Idol erfahren. Auch eure Fans haben noch offene Fragen. Einige davon befinden sich in Umschlingen vor euch. Tragt euch die Fragen gegenseitig vor und beantwortet sie. Okay. Eine Frage hätte ich. Denkst du, dass ich es ohne Lesebrille lesen kann? Sind die Letters groß genug? Die sind riesig und du kannst ja auch so machen. Das glaube ich schon, das kannst du lesen. Ja, ja, okay. Okay. Frage an Eloy. Gab es bei dir eine Phase, in der du mal kurz ordentlich abgehoben bist? Das fragt der Olaf. Und abgehoben ist, dass man... Ich bin ein Star, ich bin der Größte. Ich glaube, in so einer Boyband hat man Zeiten, dass man schon ein bisschen, ja, ich habe immer so gesagt, wegfliegt, weißt ja. du? Weil auch die ganze Welt hat sich um uns geändert. Eigentlich ja. nichts war meer normal. Aber dann hilft es auch schon, um nach 4-5 Jahren wieder die Boyband Rollercoaster, wenn die dann aufgehört hat, dann lernt man erst wirklich, was Leben ist. Und die was, Frage geht noch weiter. Wie war es, als du nicht mehr so erfolgreich warst und im Hotel gelandet bist, ohne Groupies? Ja, Groupies hatte ich nie. Groupies, das ist immer ein bisschen an der Fan, der auch mit der ja. die Idolen schläft, oder? Ja, auch. Bei mir war es natürlich ein Geheimnis, dass ich eigentlich verliebt in Alex Christensen war. Jetzt musst du mir, glaube ich, eine Frage stellen. Oh, wirklich? Okay. Ja, ja mach mal. Okay. Ich hoffe, dass ich es lesen kann. Nou, vielleicht habe ich sogar meine Lesebrille. Ist doch zu klein. Ja, es ist eigentlich zu klein. Ja, es ist zu klein. Ja, nee, es geht. Hast du Tipps für Hobby-Sängerinnen, wie sie sich mit Produzenten, Musikern vernetzen können? Hat Natalia gefragt. Das ist eine sehr gute Frage, Natalia, weil auch das hat sich ein bisschen geändert. Eigentlich ist es so, wenn man ehrlich ist, dass wenn mir jemand was schickt, dann gucke ich mir seinen Profil an in den kommerziellen Medien, Facebook, Instagram, TikTok und guck, was er so macht. Und wenn der Künstler oder die Künstlerin eine Sache macht, die mich interessiert und die mich berührt, dann entscheide ich mich, ob ich Kontakt mit ihr aufnehme. Ich habe doch immer jede Woche Deutschunterricht, also... Das hört man. Danke. Dass ich es brauche oder dass ich es besser will? Du brauchst es nicht mehr, es ist perfekt so. Nee, aber manche Leute sagen, oh, verlier deinen holländischen Akzent nicht. Nein, sollst du auch nicht. Denk an Linda de Mol. Denk an Linda de Mol, die war die erfolgreichste Moderatorin, die wir je hatten. Die hatte auch diesen sympathischen holländischen Akzent, das lieben wir. Oh, ja. Was haben wir denn da wieder? Geld geschenkt. Oh, schau mal. No. Deine Augen sind besser als meine, also ist das meins oder deins? Jenseits von Reden, Eloy und Spielregeln. Wahrscheinlich ist das dann für dich, ne? Und ich lese. Haben wir schon das Antwort gegeben, dann? Jenseits von Reden, Alex. Oh, okay, okay. Okay. Oh, von. Okay, ja. Ah, so, okay. Ah, okay. Also, Jenseits von Reden. Wenn unsere Brunch-Gäste sich pantomimisch austoben, nennt sich das Jenseits von Reden. Dabei stellt ihr euren Gegenüber den Songtitel eines eigenen Songs oder eines berühmten Hits dar. Erkennt ihr die Single aus, auch ohne Musik? Kopf aus, Herz an. Rocketman von Elton John. Rocket? Nee? Shoot, run. Ist es Englisch oder Deutsch Titel? Englisch. Shoot, run. Die Band heißt wie der, wo wir drauf leben. Okay, Welt. Ja, kleiner. Kleiner? Een kleinere Welt? So ein Kontinent.
Europe, Final Countdown. Wirklich? Ja! Oh, was bekomm ich jetzt? Anyway, machen wir noch eins oder weiter? Wir machen noch eins, ja, okay. Ja, ja. Bist du dran? Nee, du bist dran, aber ich darf nicht sehen. Ich kann es nicht schön lesen, darfst nicht vergessen. Du musst schon so weghalten. Aber die, ja, okay, alles gut. Will ich aufstehen? Ja, okay. Geht das? Ja. Okay. Vorsicht mit dem Skateboard. Ja. Saturday Night Fever. You should be dancing. Nee. Von mir ein Titel? Nee, 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 nee. Nee, ist nicht dein Hit. Nein. Das war ein Riesenhit. Nee, nee, nee. Nee. Ja. Also, ja. Soldat? Nee. Jetzt sitze ich. Und jetzt? Stand up for staying. Your champions. Stand up for your champions? No. Staying. Staying alive. Ja! Hab ich doch gesagt, schon vorher. Nee, Saturday Night Fever. War das Gleiche. Okay. Puh, Glück gehabt. Wenigstens einen erraten. Das ist schwer. Okay. War das nicht von Staying Alive? Ja. Doch, doch, das war alles richtig. Okay. Ich hab das aber verkannt. Oder war das nicht von, ja, war das doch, okay, doch, ja. Doch. Ja. Heart. A big heart. Swimming, zwemmen. Welt? Gehört das auch dazu? Nee. Sabrina, Boys, Boys, Boys? Nein. Was ist was das? Was ist das? Heart. Ja, das. Was ist das? Ja, das ist das. Sex? Ich weiß es wirklich. Heart? Ja. Open Your Heart van Madonna. Warte, warte. Okay. Was ist das? Embrace, kuscheling. Das größere Wort. Größere Wort. Auf Englisch? Auch. Hug, hugging. Nochmal? Noch größer. Was passiert zwischen zwei Menschen, wenn die sich ganz... Ja, Sex. Aber das... Lieben, love. Ah! Love is all around. Von Wet, Wet, Wet. Nee. Love is everywhere. Oh, Gott in die Ecke. Du hörst Sex everywhere sagen sollen. Wie stellt man Love da? Ja, ich habe gedacht, was machst du? Weil das Herz habe ich erst später gesehen. Ah, okay. Ja, war vielleicht ein bisschen krüppelig, ne? Ja, aber Herz, das ist eher so links. Ja, eher links. Ja, ja, okay, das stimmt. Und vielleicht bei dir in der Mitte. Nee, ja. Aber du hast zwei gelöst von zwei. Ja. Das ist besser als ich. Ja, aber vielleicht war deine Pantomime besser. Ja, ich weiß nicht. Nee, weiß ich auch nicht. Okay, ja. Nicht weg, ich kann sehen. Kannst du das so von so weit ja, lesen? Ja. Okay. Fly? Nee. Fly? Nee. Stars? Nein. Flugzeuge im Bau? Ja. Von? Herbert Grönemeyer. Ja. Na, wow. Super. Wow. Nicht von Oli P. Nee, die nee. Auch hat auch Jahr. Gemacht. Hat ja, auch ja, gemacht. Das stimmt. Hey, wollen wir noch einen Prost machen? Sehr gerne, Eloy. Ja. Es war wieder eine große Freude, dich mal zu treffen. Letztes Mal haben wir uns in, war das Leipzig? Als ich für dein Album da die Show gemacht habe. Genau, in Leipzig, da hatten wir vor Weihnachten eine Show zusammen. Hast du auch meinen Partner kennengelernt? Also wenn du mal genau. Vorbei kommst in Holland, weil du warst auch da erfolgreich. Damals. Ich komme lieber in die Eifel, wo die Sauna, der Saunapark ist, den ihr da habt. Ja, aber nackt direkt finde ich doch ein bisschen schnell. Ja? Ja, wollen wir mit Klamotten anfangen? Jetzt bist du zu aufgeregt. Lass uns in Holland anfangen und dann schauen wir mal, wie das läuft. Und dann machen wir die Sauna dann. Ich komme nach Holland. Also wenn ich ein Abschlussresümee machen darf, ist das, ich finde, wir können unheimlich gut miteinander rumalbern und auch lustig sein, aber ich finde, auch bei ernsthaften Dingen kann man mit dir sprechen und du bist ein unheimlich aufgeräumter Mensch, der irgendwie, dem man anmerkt, dass er eben ganz oben kennt, der auch schon gelandet ist und dann wieder oben war und das irgendwie jetzt, finde ich, mit so einer professionellen Ruhe nimmt und nicht mehr so hysterisch ist. Das ist, glaube ich, immer ganz angenehm. Wenn man, ich meine, du warst so super erfolgreich, deine ersten beiden Alben waren, ich glaube, das eine war sogar eins und das andere zwei, also mehr kann man gar nicht erreichen. Das merkt man dir nicht an, das ist für dich
ein Teil von dir, aber es ist nicht das überragend Wichtigste, sondern du bist einfach als Mensch, glaube ich, gereift. Und das ist immer schön. Und deswegen komme ich gerne nach Holland und irgendwann später gehe ich dann mit euch noch in die Sauna. In der Sauna kommt auch noch. Ja, genau. Kannst du mal leben wie ein Männerhaushalt. Aber das war deine Wunsch, toch? Ja. Hey, war eine riesen Ehre. Sollen wir eigentlich noch mal machen? Ja, das machen wir gerne nochmal. Ja. Ich bin dazu immer bereit. Nächstes Mal nehme ich die Krabbe mit. Ja, aber große. Hey, zum Wohl, alles Liebe. Prost, bleib gesund. Danke.